viel zu klatschen heute. Es wird eine super Sendung, die wir vorbereitet haben, aber wir schauen erstmal auf die Meldungen und es ist viel passiert, meine Damen und Herren. Die WM in Katar hat begonnen. Oh, Sekunde. Ganz kurz. Entschuldigung. Ja. Die Fußball-WM hat begonnen und ganz ehrlich, noch nie hatte ich mehr Lust darauf, Curling zu gucken, wirklich. Aber na gut, zurück zu den Kickern, in Katar. Wie es aktuell läuft, kommt unsere stolze DFB-Elf bald sowieso wieder nach Hause. Oder um es mit den Worten dieser, naja, engländischen Fans zu sagen. It's coming home. Geil, ja, authentisch, authentisch. Aber bei der WM geht natürlich noch mehr. Schaut mal zur nächsten Schlagzeile. Katar verbietet Alkohol rund um die WM. Was? Fußball ohne Alkohol? Das ist doch jetzt schon die nächste Menschenrechtsverletzung in diesem Schurkenstaat, wirklich. Ich meine ganz ehrlich, was für eine Schnapsidee ist es bitte? Das gehört doch zusammen wie Katar und moderne Sklaverei. Oder FIFA und Korruption. Oder Maradona und Kokain, ne? Das ist ja klar. Als Reaktion auf das Verbot wollte Budweiser das überschüssige Bier übrigens an den Weltmeister verschenken. Naja, Gerüchte besagen, dass der erste FCM den deutschen Kader zum nächsten Spiel ablöst. Aber immerhin darf man im Fernsehen noch Alkohol trinken, oder? Oh, CNN-Moderatoren dürfen sich nicht mehr vor laufender Kamera betrinken. Ja, dann wissen wir natürlich jetzt, was passiert, wenn die Kamera aus ist. Ganz ehrlich, was kommt jetzt als nächstes? Dürfen die von Fox News bald kein Desinfektionsmittel mehr trinken oder was? Ey. Aber, sind wir ehrlich, wir von Gute Nacht Magdeburg, wir finden das gut, ja? Wir unterstützen ein Alkoholverbot. Ich zum Beispiel würde vor laufender Kamera nie... Ihr Drecksäcke. Ja. Shame on me. Naja. Wo wir aber gerade bei verboten sind. Mitarbeiter der evangelischen Kirche dürfen auf der Autobahn nur noch maximal 100 km/h fahren. Ja, warum das Ganze? Theologen haben vor kurzem das 11. Gebot entdeckt. Du sollst nicht rasen. Ja. Aber ganz ehrlich, wie soll das bitte kontrolliert werden? Unser erster Gedanke? Gott. Ja. Bei der kleinsten Geschwindigkeitsüberschreitung blitzt dich der Herr höchstpersönlich. Ja. Bei der katholischen Kirche gibt es so ein Tempolimit übrigens auch. Außerorts 69, an Schulen und Kindergärten Schrittgeschwindigkeit. Ja. Das Einzige, was den Verkehr da jetzt noch ein bisschen mehr einschränkt, sind die sogenannten Klimakleber. Und die haben jetzt nämlich auch in Magdeburg für Stau gesorgt. Und damit nebenbei auch die beste Werbung für Uhu Patafix gemacht. Denn das Ablösen von der Straße war gar nicht so einfach. Nach 15 Minuten erklärt die Polizei die Blockade für beendet. Nur ablösen können die Beamten die Aktivisten von der Straße nicht. Ein Arzt muss dabei sein, um eventuelle Verletzungen zu dokumentieren. Doch der ist in Magdeburg am Morgen erstmal nicht aufzutreiben. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann kleben sie noch heute. Naja, anscheinend standen die Ärzte auch im Stau, also I don't know. Ich finde zudem, machen die Blockaden machen das eh völlig überflüssig. Das machen diese endlosen Baustellen hier in Magdeburg viel effektiver. Und wenn wir schon beim Thema Baustellen sind, Magdeburg sucht dringend Wächter für den Citytunnel. Ja, unser Vorschlag, Carsten Stahl, die Trovatos oder, ganz ehrlich, ich denke, unsere Redakteure hätten da bestimmt auch Bock drauf. Oder Leute, wie sieht's aus? Nein. Leute, come on, im Gegensatz zu CNN darf man da während der Arbeit trinken. Yeah. Easy, come on. So simpel geht das. Also, Frau Boris, falls Sie zugucken, wir sind bereit. So, Leute, das war das Video. Zum nächsten Video geht's da lang. Und den YouTube-Kanal könnt ihr da abonnieren. Also, macht das.